So. Aber ein paar Sekunden haben wir noch. Versuch mal rechtzeitig zu beginnen, weil ihr habt ja auch bestimmt noch eine Heimfahrt. Deswegen klicke ich da jetzt mal auf Go und sage herzlich willkommen zur ESEC 18 Abschlussveranstaltung. Und ich hoffe, es hat euch alles Spaß gemacht. Das ist das Wichtigste. Wir freuen auch natürlich, dass ihr alle da wart und Spaß hattet. Und deswegen kommen wir gleich mal zu dem Part, wo wir sagen, ja, was denn hier überhaupt so gelaufen ist. Jupp, dazu erstes. Wir haben insgesamt 700 Tickets verkauft. Es waren auch fast alle 700 da. Ein paar Leute sind abgesagt oder wurden krank. Machst du mal dein Mikro auf Mute? Besser, ne? Ja, deswegen finden wir echt gut. Die Location hat auch mit 700 Leuten echt gut funktioniert. Und jetzt halt so ein paar Statistiken, die wir hatten. Ja. Ente, willst du mal gleich was zum Essen und so weiter sagen? Ja, fangen wir mal mit dem Essen an. Also es sind nur 142, sind nur 142 Flaschen Havanna rausgegangen. Wir haben irgendwie noch, wir hatten mal so 100, 216. Ist noch ein bisschen was da. Ihr habt auch nur 20 Kilo Kaffee getrunken. Ich habe auch noch 100 Kilo da. Das muss nächstes Mal besser werden. Ist auf Kommission, keine Sorgen. Wo ihr gut wart, ist bei Brötchen und Aufschnitt und Yum-Yums. Weil Aufschnitt, seit ich bin ich leer gefressen. Brötchen bin ich auch komplett leer gefressen, irgendwie jeden Tag. Waren auch so 2.900 Brötchen und noch mittlerweile, glaube ich, 10 Kilo Brot. Es waren auch 569 Yum-Yums. Mussten wir auch nachkaufen. Hätte nicht gereicht. 569. Die sind rausgegangen, 622 Okay. oder so haben wir gekauft gehabt. Also wir haben noch ein bisschen. Kuchen ging auch wunderbar. Ja, da sind die 23 Stück sind weg. Ihr habt mehr wie zwei Paletten Flora rausgehauen und 60 Kisten Mate von den anderen Zeug musste ich. Sind auch besser gegangen, komischerweise die lustigen Billigprodukte von Loscher, besser als gedacht. Besser als herkömmliche Produkte. Musste ich bei uns aus dem FabLab-Lager noch ein bisschen was nachholen, aber wir sind ja ausgestattet, so ist es nicht. Sind wir noch gedeckt, der Rest geht jetzt auch wieder zurück. Nicht, dass meine Nerds im Verein meckern, scheiße, wir haben keine Getränke mehr im Lager. Ansonsten darf ich gleich noch meine kleinen Küchenkatastrophen erzählen, meine kleinen großen. Ja. An sich, Küche, habt ihr vielleicht gar nicht so mitgekriegt, dass da überhaupt irgendwas schief gelaufen ist, bis auf die, die vorher bei der Orga schon mit dabei gelaufen sind. Ich hatte nämlich am Dienstag eine tolle Nachricht bekommen. Ich habe ja irgendwie 750 Kilo Eis geordert, nur damit ihr schon kriegt. Und Dienstag kriege ich die Nachricht: Ja, nee, ich habe doch keine Tiefkühltruhen für dich. Eis schnell lagern, weil sonst schmilzt's. Dachte ich, scheiße, was machst du jetzt? Okay, wir haben schon Notfallpläne des Notfallplans ausgegraben. Aber zum Glück an den lieben Wasserhändler, der einen Bekannten hatte, haben wir einen Tiefkühl-LKW bekommen. Das war dann, oh, endlich erleichtert, Eis ist gedeckt. Also das war so die größte Katastrophe aus der Küche. Ansonsten die zweitgrößte ist, ich habe keine Brötchen mehr. Aber das habt ihr selber genug gemerkt. Ja, musste halt nachher rationiert werden. Ansonsten hoffe ich, habe da nicht so irgendwas mitbekommen. Wie sah es denn mit dem Bier aus? Oh ja, Bier. Ha, wart ihr auch besser als gedacht. Der Watz hat nämlich nochmal vom U und vom Pilz fast Nee, auch nee, nur vom U. U. Hat er die kompletten Vorräte von Würzburg noch nachgekauft. Man muss dazu sagen, die Brauerei ist eine kleine Brauerei und wenn du halt irgendwie hingehst und sagst, du brauchst jetzt irgendwie zwei Paletten, dann sagen die. Und es ist Bamberger Bier, also Ja. konnte man doch nicht mal schnell bei der Brauerei vorbeifahren. Haben wir ja aber noch hingekriegt, wir haben heute sogar noch einen Kasten gefunden. Der hat sich hinten im Kühllager Wie viel versteckt. Kasten U und Pilz hatten wir denn, weißt du das? Pilz waren es 19, 30 U und nochmal 15 Radler. Habt ihr gut gemacht.
das ist, glaube ich, ganz gut gelaufen. Ja. So, fällt noch. Ach so, ich möchte noch mal ganz, ganz, ganz großes Lob an meine Food-Engel aussprechen an dieser Stelle. Weil ich bin teilweise echt durchs Hackcenter gelaufen. Ich brauche dich gerade. Und dann waren von 0 Engel auf 6 Engel hochgestockt. Nur damit ihr noch Chunk kriegt. Muss ich echt dickes, dickes, großes Lob sagen. Die haben teilweise 8 Stunden Schicht am Stück für euch geschoben. Und dann bin ich auch schon. Genau. Da komme ich gleich zu den nächsten Stats. Wir hatten über 300 Helfer-Engel im System. Leider nur 100 Geschenke für die Engel und haben wir gerade eins da? Nee, ne? Wir haben vorne. Verdammt, haben wir verkackt? Ah, genau. Da. Nee, bist du mute? Ja, ja. Hast du, guck mal auf den Knopf? Ich habe schon drauf gedrückt. Ah. Zweimal drücken. Das Helfergeschenk diesmal, weil es gab natürlich Verwirrung. Wir benutzen natürlich das Engelsystem und da kann man natürlich angeben, was für eine T-Shirt-Größe man hat. Aber es gab keine T-Shirts. ich glaube, wir hatten dann Lea zwischendrin da und die hat es dann rausgepatcht. Also auf jeden Fall habe ich nämlich schon mal reingeguckt und da kam nur. Genau. Aber es gibt ein süßes kleines Multitool gab es. Ja. Ja. Eigentlich schade, dass es gefixt hat, weil die Überraschung mit den verschiedenen Größen hätte ich gerne erlebt. Ja. Ein Multitool in 3XL, bitte. Das wäre doch schön gewesen. Das nennst du besser? Ja. Unser Kommentar. Okay. Gibt ja unterschiedliche Größen. Ja. Für Multitools, das nächste Jahr. Ja. Übliche Fuck-Ups, was man auch so beim Easter Egg macht, ist, wir hatten uns für ein Tassendesign entschieden und dann war das plötzlich nicht mehr lieferbar. Weil die Palette mit den Tassen, der Container mit den Tassen runtergefallen ist. Ja, das Thema Tassen war wirklich heiß umkämpft. Oh ja. Irgendwann bin ich dann in Space gekommen zu irgendwelchen Orga-Sitzungen und ich habe das Wort Tassen gehört und ich gehe. Ich will das nicht mehr hören. Die Nerds waren so motiviert, sich ein cooles Tassen rauszusuchen, dass es wie ungefähr so ein Jahr vorher schon, welche Tassen nehmen wir eigentlich? Stimmt, das Wichtigste bei uns war die Tassendiskussion. Tassen. Die haben wir angefangen im November, glaube ich. Nein, dann schon vorher. Ernsthaft? Ja. Ja, gut, dass ich nicht dabei war. Aber ich hoffe, ihr seid zufrieden mit den Tassen und die Teetrinker haben auch was davon, weil man kann ein bisschen durchgucken. Das ist jetzt das Plan B gewesen von den Tassen. Genau. Ansonsten gehen wir mal über zu anderen Stats. Nein, das ist noch geheim. Ah, ich kann ja vielleicht, während du da switcht, noch was sagen. Es gab noch eine private Aktion mit Schweinshaxen, ganz spontan. Mhm. Irgendwie wurde ich angerufen vormittags. Ich hatte das mal so nebenbei erwähnt, dass ich welche beim Metzger, den ich kenne, könnten ja Schweinshaxen gebrauchen. Dann hat er gleich gesagt, willst du 200 oder so? Dann habe ich gesagt, mal kalkulieren, ne? So 5 Euro pro Schweinshaxe und wenn die nicht weggehen. Das war ein Fehler. Ich habe da nur 30 bestellt, bin einmal mit der Schweinshaxe da vorne durch die Rotationshalle durch und ja, sie waren schnell weg. Genau. Das nächste Mal, das ist Lesson Learned. Nächstes Mal, Mal gibt es mehr. Genau. Ich riskiere es dann mit diesen Investitionen. Kommen wir dann zu den Leuten, die hier auch so Vorträge und Workshops eingereicht haben. Wir hatten insgesamt 101 Einreichungen. Und davon waren das dann 85 Vorträge und Workshops. Also das ist auch eine ganze Menge. Ihr habt gesehen, der Fahrplan ist voll. Und wir mussten auch während des Events den Fahrplan doch des Öfteren updaten und nochmal rumschieben. Und ein paar Aktionen sind dann doch spontan entstanden. Die sind auch nicht im Pre-Talks aufgetaucht. Ja? Aber danke deswegen auch an allen Speakern und Leuten, die halt irgendwie hier einen Workshop gemacht haben. Vielen, vielen Dank. Die Talks waren eigentlich alle ziemlich geil. Und die Workshops auch. Ja. Super. So, jetzt sind wir schon bei den Danksagungen, ne? Wie man gesagt. Oder gibt es noch irgendwie Stats, wie wir das hier irgendwo so... Naja, wir haben unsere Kilometer, die wir gelaufen sind, von der Orga haben wir nicht gezählt. Ja. Aber also die Hallen hier sind schon ziemlich weitläufig und ich glaube, Karas hat mal irgendwie, der rennt ja hier dauernd rum, hatte dann irgendwie über 30 oder 40.000 Schritte oder sowas. Ja. Der war aber auch fast ganze Tag und Nacht da und dann kriegt man das schon hin. Aber wir haben da noch keine richtigen Stats dazu.
Genau, ich hätte gesagt, wir gehen zu den Danksagen über. Erstmal Dank an euch alle, dass ihr da wart und dieses Easter Hack mitgemacht habt und ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Großen Applaus erstmal an euch alle. Die Speaker und so weiter hatten wir schon. Deswegen als nächstes gleich ein Applaus für die ganzen Engel hier, die geholfen haben. Auch wenn wir zwischenzeitlich ein bisschen knapp mit den Engeln waren, aber es haben dann sich doch noch immer Leute gefunden, die gesagt haben, na, diese 2 Stunden rumsitzen an Ausgängen, das habt ihr vielleicht gemerkt, dass wir viele, viele Exit-Engel oder sowas gebraucht haben, weil wir es halt doch gebäudetechnisch irgendwie halt Übergänge in anderen Räumen haben, wo wir nicht hin sollen. Und deswegen halt bewacht werden mussten. Das ist halt irgendwie so eine Absprache mit dem Haus gewesen, dass wir das tun. Ansonsten hätten wir mehr Sekus da gehabt. Die Sekus waren, muss ich sagen, ultra relaxed. Die waren super. Am ersten Tag hatten sie auch noch alle Krawatten und Anzüge an, weil sie gedacht haben, das ist halt eine Business-Veranstaltung. Das hat sich dann so von Tag zu Tag dann doch sind die eher relaxter geworden. Ja. Und ich glaube, am Ende hatten sie irgendwie nur noch mal vielleicht eine Krawatte oder sowas an. War das auch sehr gut. Die hatten auch viel Spaß. Danke auch an die Seku. Der nächste Dank geht dann auch gleich hier ans Haus. Die sind uns extrem entgegengekommen mit allem, was wir irgendwie kurzfristig auf einmal planen mussten, sagen, da finden wir eine Lösung. Super geil, hier die interne Orga von diesem Haus. Auch die Techniker, die wirklich rumgerannt sind, wenn irgendwas war. Genauso wie das Putzteam, das dann auch gleich die Toiletten und allem drum und dran wieder aufgefüllt hat, wenn da irgendwas gefehlt hat, wie Klopapier oder generelles Papier, ein Anruf und dann war das spätestens 10 Minuten später gefixt. Daher kann ich sagen, super geil, vielen, vielen Dank an das Haus. Ja. Ja, die waren extrem belastbar. Mhm. Also es kam dann so ein Spruch von wegen, sie haben doch gestern was anderes gesagt. Ja, war gestern. Vielleicht sollte man mal sagen, mit wie viel von der Kernorga wir das überhaupt ans Fliegen gebracht haben, die ganzen Sachen. Das haben wir vergessen. Ich muss jetzt mal kurz nachzählen. Ne? Also es gibt uns beide, dann gibt es Mama Reike, Lemmy muss ich erwähnen, dann Karas Ente natürlich. Ja. JK ja. Und das war's. Das waren so die Core-Orga. Plus natürlich, Achtung, ja. Andere Leute da unseren Space, die jetzt zwar kein oranges Badge gehabt haben, aber dann trotzdem viel gemacht haben. Ich sag jetzt mal Colindo oder Andy S2 oder alle anderen, die ich jetzt gerade wegen der Liste nicht aufzählen kann, weil die würde dann zu lang. Die haben Andy S2 Schichtkoordinator, Colindo einfach Runner für irgendwas. Als Beispiel, die haben zwar kein Orga-Badge gehabt, aber die sind hier, waren auch die ganze Zeit nur am Rennen. Das hat super funktioniert. Ja. Das soll euch Mut machen, einfach mal selbst sowas zu organisieren. Es ist machbar. Es ist alles machbar. Ja. Das ist natürlich traditionell, Fuck-Ups, ne? Am ersten Tag die Eröffnungsveranstaltung, da ging halt der Ton noch nicht, deswegen hat das mit dem Video nicht so ganz geklappt, was wir gezeigt haben. Das Übliche ist halt mittlerweile, ich glaube, Tradition ist das dritte Mal, dass die Location verpeilt wurde, die angekündigt wurde. Aber ich denke, wir haben hier eine gute Ausgleichs-Location gefunden und das Ganze hat irgendwie skaliert. Zu den Tickets auch, für alle, die es noch nicht mitgekriegt haben, wir hatten ja am Anfang irgendwie 500 Tickets und auch mit 500 eigentlich nur geplant und wir haben irgendwie diesen Shop online genommen und irgendjemand hat halt die ganze Zeit diese Seite irgendwie gescraped. Ich kenne den Mann inzwischen, und, ja, das ist mir gestanden. Und dann stand plötzlich auf Twitter, der Shop ist online. Und wir so, es war halt irgendwie gerade noch Wochenende und die Leute haben irgendwie noch gearbeitet und wir wollten dann eigentlich auf Events CCC das jetzt ankündigen und als wir dann abends, Montagabends dann irgendwie von der Arbeit kamen und sagen, so, wir machen das jetzt, haben wir in den Ticketshop geguckt und gemeint, oh. Ja, es war ein Kronjob, der im hohen Norden Deutschlands lief. Genau. Und der immer schön geguckt hat, was da sich bei uns tut. Deswegen, wir hatten dann irgendwie auch wirklich 500 Leute und plus 200 nochmal auf der Warteliste.
Gut, da und haben wir auch was gelernt. Das, ja, die Warteliste konnten wir dann umsetzen. Was gut war, weil wir dann einfach auch nochmal mit dem Haus gesprochen haben und die sagten, ja, kein Problem. Wir sind da auch im Anfang, haben wir gar nicht mal großartig nachgefragt, was das für die Kapazität hier ist. Wir sind immer so von 500 ausgegangen, so skaliert ein bisschen plus minus, ne, wie man das immer so macht. Und irgendwann ganz ziemlich zum Ende habe ich dann endlich mal die Idee gehabt, ich frage jetzt mal, was ist denn hier die Gesamtkapazität? Wir sind immer von der Bestuhlung ausgegangen. Da haben wir jetzt so irgendwie 800 Stühle stehen oder sowas in dem Roundabout. Insgesamt, also in dem Pier und in dem Eckcenter. Und dann wurde mir ganz entspannt verkündet, ja, also Stühle, das ist jetzt nicht zwingend gleich Anzahl der Leute, die drin sind. Wir haben eine Kapazität von 1500. Okay. Okay. Ja, und dann haben wir die Warteliste umgesetzt. Genau, dann haben wir die Warteliste umgesetzt. Plus halt nochmal dann tatsächlich ein Announcement auf events.ccc.de und auch mal auf den Mailinglisten. Bevor wir es freigeschaltet. Diesmal vorher. Das war halt so ein kleiner Fuck-up von unserer Seite, aber gut, damit haben wir auch nicht gerechnet, weil wir hatten dann mit den anderen auch gesprochen. Ja, wie lange haben sich die Tickets so verkauft? Ja, so 2-3 Wochen hat es schon gebraucht, bis alle Tickets weg waren und bei uns waren es 36 Stunden. Ja. So, weitere Fun Facts und Danksagungen. Der Lehrer hat tatsächlich 3 Sachertorten mitgebracht und damit die Orga beglückt. Vielen Dank. Vielen Dank. Das hat die Orga sehr glücklich gemacht. Und damit war die Orga auch sehr relaxed, weil die auch immer sagen, boah, Sachertorte, 15 Minuten Zeit. Oh. War super. Irgendwas wollte ich noch erwähnen. Ja, genau. Es gibt so eine Statistik beim Abbau im Kongress. Wir haben ja diese Tetris-Würfel da. Na? Ihr habt ja bestimmt gesehen, diese Tetris-Dinger. Mhm. Und die sind ja auch schon schön in 3D auf Paletten gestapelt, dass nirgendwo ein Stück rausguckt. Ja, das heißt, man muss ja wirklich Tetris spielen mit den Dingern und die sind schwer. Ja. Und wir hatten jetzt irgendwie 6 Paletten davon. Ich glaube, es sind insgesamt 8 oder 9 Paletten, die das Berlin direkt hat. Und ich habe mir sagen lassen, diese Tetris-Dinger zusammenzuwürfeln dauert beim Kongress ungefähr so 4 Stunden. Das haben wir getoppt. Wir haben es in einer Dreiviertelstunde geschafft. Ja. Ihr könnt es ja mal hochskalieren, es sind 6 Paletten. Also ihr könnt ja mal ausprobieren. Also wir haben nicht alles. Nicht alle, also es hatten 2 gefehlt. Ja. Aber ich glaube, das hätten wir auch hingekriegt. Denke ich auch. Hätten wir vielleicht auch nehmen sollen. Kapazität hätten wir noch gehabt und Transport. Ja. Soll man noch was zum Transport sagen und was einem da so passieren kann? Lieber nicht. Okay, wir lassen das. Nein. Fangt früh an und fragt alle. Richtig. Und dann funktioniert also das ohne Bauchschmerzen. Genau, in Logistik steht nicht Logik, sondern Logis, ja. Das heißt, öfters nachfragen, mehr kommunizieren, dann funktioniert das auch mit dem Transport sehr gut. Ja, ich kann vielleicht noch eine Story erzählen. Als wir Vergleichsangebote wollten von dem Logistikunternehmen, habe ich bei einem angerufen, was ich jetzt nicht namentlich nennen werde, und habe dann gesagt, okay, ich möchte gerne die Sachen so zwischen 26. und 28.3. hier haben und am 3.4. sollen die wieder abgeholt werden. Frage von dem Logistiker an der anderen Seite, das verstehe ich nicht, warum wollen Sie die hintransportieren und sofort wieder mitnehmen lassen? Den haben wir nicht genommen. Ja, genau, alles klar. Fällt euch noch irgendwie was ein, was wir irgendwie erwähnen sollten? Ist euch irgendwas positiv aufgefallen, was besonderen Dank anbelangt? Aber wir könnten vielleicht DJ Spock noch danken für seinen tollen Einsatz und Claudius, die uns innerhalb kürzester Zeit unter erheblichen Einschränkungen, kein 7,5-Tonner, sondern nur 3,5. Also wir hatten DJ Spock angefragt von wegen der Launch hier und ob er Musik macht. Und er meinte so, ja, kein Problem, wir bringen da Deko und allem drum und mit, aber wir brauchen 7,5 Tonner. Und wir so, Ja, das Schönste war, du warst in Taipei zu dem Moment, ich erfahre das, ich schreibe in Chat rein, die wollen 7,5 Tonner. Ich habe mal gerade die Preise gecheckt. Ja. Das wird ein bisschen aufwendiger. Ja. Budgetierung ist lustig. Genau. Ja, das war auch so eine Sache, gerade auch, ich war leider noch eine Woche auf Dienstreise in Taiwan und dann kam halt so, eigentlich haben alle gewusst, dass ich nicht da bin, bis auf manche, die dann halt irgendwie so um nerdübliche Zeiten, 11 Uhr nachts in Deutschland, mich anrufen wollten
und dann festgestellt haben, dass es dann plus 7 Stunden in Taiwan sind. Und dann da war so ein bestimmter Anruf aus Berlin, wenn ich mich da richtig oder wo war der? Ich habe keine Ahnung. Es war nicht nur Berlin. Ja. Und da, das ist halt dann lustig, wenn man da gerade irgendwie um 4:30 oder sowas dann früh angerufen wird. Hat aber dann doch funktioniert alles. SMS ist besser. Ja, SMS. Ja. Okay. Ja, was soll man sonst noch? Achso, DJ Spock hat natürlich auch gestreamt gestern Abend. Ja. Das ist mein besonderes Dank, weil ich bin dann irgendwo so um 3:30 zu Hause gewesen, habe gesehen, oh, da ist ein Stream von der Lounge. Genial, Laptop auf, angeschmissen und laufen lassen und ich bin herrlich eingeschlafen. Nochmal vielen Dank an DJ Spock. Ja. Was uns noch irgendwie bei dieser Organisation irgendwie ein bisschen, was wir schade fanden, war, dass wir leider keine Turnhalle gekriegt haben. Da haben wir stark dran gearbeitet, aber da hat sich anscheinend irgendwie die rechtliche und genehmigungspflichtige Lage etwas geändert. Und es war leider in der Umgebung keine nahe Turnhalle zu finden, die den entsprechenden Richtlinien irgendwie standgehalten hätte. Das wäre eigentlich ein super cooles Feature gewesen. Das nächste ist halt, was wir auch lernen mussten, ist Camping. Ein Wohnmobil ist nicht ein Wohnwagen. Ich selber camp ja nicht, also mit so Wohnmobilen oder Wohnwagen, sondern ich nehme einen traditionellen Zelt. Wohnmobile sind kein Problem, kann man abstellen, die sind ja wegfahrbereit. Das heißt, wenn irgendwas ist, kann man die einfach wegfahren. Nicht so problematisch wie Wohnwagen, die abgestellt werden müssen. Und deswegen hatten wir zwar hier gleich ums Eck auch, wo man sein Wohnmobil hinstellen konnte, aber nicht seinen Wohnwagen. Es gibt hier einen Campingplatz in der Nähe, aber die hatten da selber eine Osterveranstaltung und deswegen waren die ausgebucht. Das hat leider nicht so gut geklappt, aber hätten wir vielleicht ein bisschen früher nachfragen müssen. Aber wenn die selber eine Veranstaltung machen, der Verein, der den Campingplatz da hat, dann ist da halt auch nichts zu machen. Ja, Ostern ist dann ein bisschen schwierig hier mit den Campingplätzen. Oder morgens zur kalten Quelle. Man kann es ja mal nennen. Das ist ein bisschen weiter draußen. Ein bisschen weiter draußen. Ja. So 20 Kilometer. Einmal durch die Stadt durch. Ja. Also das ist in Würzburg auch ein bisschen verbesserungsfähig. Durchaus, ja. Camping. Ja, okay. Aber ich glaube, wir sind soweit durch. Ja, wir müssen noch was ganz Wichtiges machen. Weißt du das? Na, denk mal, was hast du denn da gerade für eine Tüte geholt? Ja, da komm ich gleich dazu. Okay. Da komme ich gleich dazu. Und zwar, ihr habt uns enttäuscht. Ja, total. Dieses, ich muss erstmal, das ist die Liste aller Erfas, die an dieser Abstimmung mit teilgenommen haben. Und es gibt ja eine Regel. Wenn es keinen Gewinner gibt, dann macht das Team das nochmal. So, und daher. Wir waren gerade gut drauf. Und, daher zu dem Abstimmungsergebnis: Enthaltungen 3. Dann haben wir eine Abstimmung von 17-16. Wir müssen das noch klären, wer da diese eine Stimme nicht richtig abgegeben hat. Also wir hätten das gerne nächstes Jahr nochmal gemacht. Ja. Aber the winner ist mit einer Stimme Vorsprung Wien. Also ganz knapp. Dortmund hat auch eine super Präsentation gemacht, Wien hat eine super Präsentation gemacht. Vielen Dank auch nochmal für die Leute, die da eingereicht haben und gesagt haben, wir wollen auch so ein Easter Egg machen. Ich kann das nur empfehlen. Warum habe ich nochmal Ja gesagt? Nein, kann man empfehlen. Wirklich. Nein, kann man empfehlen. Man lernt viel, es hat ultra viel Spaß gemacht. Es hat auch unseren Space, die Kommunikation innerhalb der Gruppe deutlich gefördert. Das hat alles super, super geklappt. Kann ich nur empfehlen. Also, wir haben alle gelernt zu schreien. Ja. Nein. Das überlassen wir anderen. Offiziell hat sich ja Hamburg für 2020 schon jetzt beworben, weil die gesagt haben, es ist ja praktisch die 20., glaube ich, auch der 20. Easter Egg, richtig? Mhm. Also ein Jubiläums-Easter Egg. Und ich habe gehört, dass eventuell vielleicht das CCH bis dahin wieder offen ist.
interessantes Gerücht. Habe ich gehört. So. Ja, aber ich glaube nicht, sie sind auf das böse A-Wort gestoßen. Noch ein zweites Mal. Ja. Wie immer bei solchen Sachen. Genau, also unklar, ob sie, weiß ich nicht. Also will ich mich auch nicht dazu äußern, kann ich nicht sagen. Genau, wo wir gerade von Hamburg sprechen, wir brauchen, das mache ich jetzt mal eine tolle Brücke, wir brauchen dringend noch Helfer für den Abbau. Ja. Und alle, die jetzt Richtung Norden fahren, die haben leider schlechte Karten, denn wer hier bleibt, hat morgen 20 Grad in dieser Stadt. Das ist zumindest angekündigt und wird auch wahrscheinlich passen. Also wer noch Zeit hat, bleibt hier, hilft beim Abbau und vielleicht kann man morgen sogar das noch mit einem netten Stadtbummel mal verbinden. Das ist eine gute Idee. Im Norden ist Schnee. Genau. Ich habe aber gehört, wir hatten eine Schneewaschelacht heute auch schon hier. Ja, tatsächlich. Ja. Was machen wir denn ganzen Crushed Eis? Das ist eine gute Frage. Wir haben doch morgen 20 Grad. Ja, wäre eine Idee. Oder Grill am Main, wenn wir dann noch fit genug sind dafür. Ja. Genau. Also, daher meine letzte Folie. Vielen Dank nochmal an alle, die irgendwie mitgeholfen haben, dieses Event auch ermöglicht haben. An euch, unsere Besucher. Wir fanden das von der Orga-Seite her extrem super. Mhm. Total cool. Auch nochmal alle anderen Beteiligten extern. Genau, oh ja, ich musste noch was sagen. Hätte ich beinahe vergessen. Es gibt noch jemanden, der hier ein bisschen auch ein bisschen fürs Engel-Catering Dinge gesponsert hat und auch zum Beispiel die Marmeladen. Vielen Dank an Schwartau an der Stelle. Die waren so nett und haben uns das ein großes Paket geschickt. Mhm. Das muss ich noch sagen. Hätte ich beinahe vergessen. Genau. Ja, dann viel Spaß und kommt gut nach Hause. Man sieht sich dann nächsten Easter Egg wohl in Wien. Oder früher auf der GPN. Weil das wäre der nächste. Und auf den MRN-CDs. Und der Kongress ist auch noch dazwischen. Ja. Oh, Datenspuren, klar. Ja. Und, ja, genau. Okay. Ja. Danke euch. Ja. Ja. Hat uns viel Spaß gemacht. Und ich habe mich dran gehalten von wegen, naja, offiziell da dauert das diese Vorstellung hier eine Stunde. Ja. Aber ich habe gesagt, nee, eine Stunde schaffen wir nie. Und jetzt sind es genau 27 Minuten. Wir haben noch 3 Minuten. Wir haben noch 3 FAQs. Minuten. Wir haben noch Fragen, Wünsche, Anregungen. Ja, noch sind ein paar Minuten. Da. Wie muss man die Butterfly sortieren, dass... Wie muss man die Butterflies ins Logo einsortieren, dass es tatsächlich hinkommt? Wer hat denn schon angefangen geguckt, was da steht? Ja. 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 Nein, also tatsächlich. Es fehlen keine. Die Sortierung ist das Problem. Wo sind die Butterflies rausgeflogen? Die Butterflies müsst ihr einfach nicht los. Die dürft ihr nicht rechnen. Mhm. Da steht Nerd to Nerd Würzburg. Und auf den Eintrittsbändchen steht N2 NW. Und da drauf steht, glaube ich, Tasse. Jetzt machen wir aber Schluss, oder haben wir noch was? Okay, ihr wart großartig. Ah. Vielen Dank, dass ihr da wart. Super. Kleiner Tipp noch, wer da unten irgendwie so mal so inzwischen ein Problem hat, von wegen mit dem Encoding, das Ü ist 2 Byte UTF-8. Ja, das geht wahrscheinlich nicht in Saal 1. Da ist noch eine Frage. Geht durch, geht schon durch. Wo sind die restlichen 3 Bit vom Butterfly hingekommen? Da steht kein Butterfly. Sind Butterflies und haben nur... Da steht nur Natur Würzburg. Ja, aber das sind Butterflies und sie haben keine 8-Bit. Ach so. Ah, okay. Okay. Auch das werden wir verbessern. Ja, nächstes Mal. Nächstes Mal. Ja, dann... Okay, dann kommt gut nach Hause. Ja. Tschüss. Exakt, 30 Minuten.